I'm here. I'd be glad to. Not a sound. Also ja, bei den Söldnern hier müssen wir auf jeden Fall umsichtig umgehen. Was ist das hier? Ein Ferch oder ein Übungsgelände? Übungsgelände. Und ja, die Belagerung von Crackhold. Einige Mitglieder des Rims und Bars waren nicht erfreut über meine Anwesenheit hier in der Nähe ihres Lagers. Ich war gezwungen, mich gegen ihre Aggression zu verteidigen. Oh, außergewöhnlicher großer Schild. Unsignierter Brief. Kommandant Bellorien, ihr müsst unverzüglich nach Crackhold eilen. Konsulat wird sich nicht freiwillig von dem engvitalischen Phylakterium trennen, doch ihr müsst es in euren Besitz bringen mit allen Mitteln. Seid gewarnt, alle bisherigen Versuche, an das Artefakt zu gelangen, sind bitterlich gescheitert. Wir wissen sehr wenig über das Phylakterium, nur dass es da nahezu zerstörbar ist. Ich schlage daher vor, dass ihr eure beträchtliche Stärke nutzt, um Crackhold zu belagern. Wenn Konsulat tot ist, könnt ihr die Überreste seines Turms nach dem Phylakterium durchsuchen. Die Lieferung des Artefakts ist euer Hauptauftrag. Ein unzweifelhafter Beweis des Ablesen Konsulat bringt euch jedoch einen beträchtlichen Bonus ein. Scheut für die Durchführung dieser Aufgabe keine Kosten. Die Einmischung von externen Parteien stellt jedoch einen Verstoß gegen diese Vereinbarung dar. Ich habe beträchtliche Ressourcen aufgewendet, um sicherzustellen, dass die örtlichen Behörden wegblicken. Übermäßig neugierige andere Parteien sind mit geeigneten Mitteln von ihrer Neugier abzubringen. Also ja, und ich sehe gerade im Kampflog, dass irgendwer gegen irgendwelche Torwächter kämpft. Oh, ein Brecheisen. Gucken wir erstmal, was da hinten in den Ausläufern ist. Die Truhe kriege ich leider noch nicht geknackt. Vielleicht finden wir dafür auch noch mal einen Schlüssel. Eine Höhle. Dann gucken wir mal in die Höhle rein. Okay, die Höhle sieht nicht einladend aus. Stahlrückenmagier. Okay, hi. Noch mehr Angel. Uralter Todeswächter. Ne. In dieser Höhle wollen wir nicht sein. Noch nicht.
Ich habe das Gefühl, da wohl, ich habe das allgemein so das Gefühl, dass Crackhold was für später sein könnte. Und wir erstmal nach Dings sollten, nach Stalwart weiter. Naja, wenn wir schon hier sind, gucken wir uns das Außengebiet wenigstens noch fertig an. Töten dort die restlichen Söldner. Vielleicht ist Konzelhaut ja so nett und lässt mit sich reden. I'd be glad to. Gut. Let's see what lies this way. Söldnersänger. Na, von dem ist nicht mehr viel übrig. Let's see what lies this. Wir sind auch ziemlich angeschlagen, ist so noch das andere Problem. Deswegen mal zwischendurch einen Quicksave machen. Wir haben hier Söldner Schützen, Söldner Sergeant. Söldner Pyromanten. Lava. Ein Kriegsmagier und alles Mögliche. So. Zauberbuch der Elemente und alles andere Mögliche. Okay. I shall be quiet as a calm sea, which is not. Okay, da ist ihr Lazarett. Krotas. Ein Oker. I have them. Got you. Okay. I'm on the trail. Itomak tötet Krota. Braver Fuchs. Seltener Hexer und Berserker. Ihr sollt da nicht hinlaufen. Den Scheiß zahlt man mir zu weh. Okay, jetzt kommen auch noch die, kommt auch noch der Seltener Hauptmann da dazu. Das ist nicht gut. Kannst du gar nicht gut. Jetzt müssen wir alle das wieder töten. Weil das ist zu viel Gegnerzeug jetzt. Für unsere angeschlagene Gruppe.
Man merkt, dass wir jetzt im DLC-Gebiet sind, weil es ein bisschen Certainly. höherleveliger ist. Wieder. Das heißt, wir müssen den Troll ausschalten. Und dann die Truppe des Sergeants. So, jetzt muss man Gut. Hier war ja sonst nichts mehr. Nice and quiet. Warten wir auf den Oger. Ah, da kommt er angestampft. Der sieht langsam richtig mitgenommen aus. Da müssen wir aufpassen. I'm here. Slow and silent. Hey. Yeah! I'll have your head. So, dann fangen wir mal an. What? Okay, ein Verbot. Sollten wir viel öfter benutzen, das hilft mir nicht. I bring your end. Okay, Etomag ist bewusstlos, nicht so gut. Langsam wird's lästig, vor allem weil Eder ziemlich runtergeprügelt wird hier. Oh!
So. At once. Certainly. Jetzt sind wir den Hauptmann wenigstens und seine gefährlichste Truppe los. Yes. Können wir uns ja hierher zurückfallen lassen und mal kurz rasten für 8 Stunden. Rastvorräte gibt's ja noch.